Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Am Sonntagvormittag habe ich euch nämlich gebeten, mir Fragen für einen FAQ zu stellen. Da kam auch ein bisschen was zusammen. Denn ich habe euch auf Twitter, auf Instagram, auf Discord und YouTube in der Community-Funktion gebeten, mir Fragen zur Saison 2022 zu stellen. Da kam auch ein bisschen was dazu. Dankeschön erstmal für eure Fragen. Und ich habe es jetzt so gemacht. Ich habe die 15 besten Fragen herausgesucht und die werde ich jetzt nach und nach beantworten und ich werde das sogenannte Tidy-Modell machen. Genau, erst Twitter, dann Insta, dann Discord, dann YouTube-Community-Funktion. Verlieren wir keine Zeit und fangen an. Die erste Frage kommt von Felix. Gewinnt Mercedes dieses Jahr 3 Rennen? 3 Rennen glaube ich nicht, aber 1 gewinnen sie auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, Mercedes, wirklich Props an euch. In Imola war euer Auto absolut schwach. Denn Hamilton wurde von Verstappen überrundet und in Aserbaidschan hatte Hamilton nach dem Rennen extremste Rückenschmerzen, gerade wegen diesem Porpoising. Und dann auf einmal stellt ihr George Russell mit dem Auto in Ungarn auf der Pole. Wer von euch hat das kommen sehen? Nicht mal ich habe das kommen sehen. Ich habe ehrlich gesagt Ferrari auf die Pole gesetzt. Aber wie dem auch sei. Ich glaube, dass sie ein Rennen gewinnen. Welches genau, kann ich nicht sagen. Aber ich bin fest davon überzeugt, ein Rennen werden sie auf jeden Fall gewinnen. Was denkt ihr? Welches Rennen wird das wohl sein? Die nächste Frage kommt von Aimfish. Moin Mike und liebe YouTube-Community. Denkst du, Max Verstappen entscheidet deutlich frühzeitig die Weltmeisterschaft? Oder denkst du, Ferrari oder Mercedes holen noch auf? Man muss ehrlich dazu sagen, was Red Bull angeht, die haben ihre Hausaufgaben auf jeden Fall gemacht. Und aufgrund dieses wirklich immensen Vorsprungs kann ich mir durchaus vorstellen, dass Max Verstappen dieses Jahr nicht in Abu Dhabi den Titel klarmachen wird. Vielleicht sogar schon in Brasilien. Vielleicht sogar schon in Mexiko? Ich habe keine Ahnung. Was glaubt ihr? Also, wenn die so weitermachen? Es ist sowieso ein sehr dominantes Red Bull, ja? Am Anfang hatten sie erst mit Zuverlässigkeitsproblemen zu kämpfen und dann auf einmal gingen sie richtig ab. Also, ich glaube, entweder Brasilien, Mexiko oder USA. Die 3 Grand Prix, da könnte Verstappen seinen zweiten Titel klar machen. Die nächste Frage kommt von Markus. Mick Schumacher fährt derzeit seine 2. Saison bei Haas. Glaubst du, dass Haas das richtige Team für ihn weiterhin bzw. auf Dauer ist, um ihn ordentlich auszubilden? Denkst du, er hat Chancen auf das Alpine-Cockpit für 2023? Also ja, es ist richtig. Mick Schumacher zeigt eine bessere Saison als 2021. Gut, das Auto wird dementsprechend auch entwickelt. Das muss man ja auch dazu sagen. Und er hat ja auch schon Punkte geholt, ne? Also, fingers crossed, dass es eventuell noch ein paar mehr werden. Aber ich glaube, Haas ist die richtige Adresse. Denn Markus, wo soll er denn hin? Ne? Er hat keine andere Wahl. Gut, es gibt vielleicht doch Alfa Romeo mit Guan Yu Zhou, der in Anführungszeichen nur einen Einjahresvertrag hat. Aber der wird wohl, glaube ich, auch verlängert werden. Das heißt, bei Haas ist er gut aufgehoben, keine Frage. Aber die Sache mit dem Alpine-Cockpit halte ich für äußerst unwahrscheinlich, denn da sehe ich ganz klar Daniel Ricciardo, der zu seiner alten Wirkungsstätte zurückkehrt. Und ich glaube nicht, dass Mick Schumacher da große Chancen hat, da mitzuspielen. Vielleicht zu 1%. Das war es aber eigentlich auch. Die nächste Frage kommt von Tom Pretschner. Welcher Fahrer hat dich bisher dieses Jahr am meisten beeindruckt und welcher hat dich eher enttäuscht? Beeindruckt muss ich immer noch sagen, Fernando Alonso. Aufgrund seines Alters von über 40 Jahren, ne, zeigt er immer noch eine sehr gute Leistung und ich bin einfach von ihm, man muss einfach ein Fan von ihm sein. Ich bin wirklich von ihm überrascht und wir werden ihn ja, ihr habt es ja alle mitbekommen, noch ein paar Jahre mehr in der Formel 1 sehen, denn er hat ja einen Vertrag bei Aston Martin ab 2023 unterzeichnet. Ne? Auch von Lando Norris bin ich weiterhin sehr überrascht, ne, was der wirklich für einen super Speed hat, also wirklich sehr, sehr ordentlich. Wer mich enttäuscht hat, muss ich ehrlich sagen, ne, leider Nicolas Latifi, denn er ist der Einzige, der in der Formel 1 Saison 2022 noch nicht einen einzigen Punkt geholt hat. Ja, okay, ich weiß, in Silverstone hat er im Regen das Auto in Q3 reingestellt. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber das bringt ihm auch keine Punkte ein. Und selbst Alex Albon fährt besser als er, ne? Er muss sich ja weiterhin Gedanken um seinen Platz machen, denn der ist alles andere als sicher. Springen wir Richtung Instagram, denn da gibt es nur einen einzigen, der mir eine Frage gestellt hat, beziehungsweise er hat mir 4 Fragen gestellt und ich habe mir 2 rausgesucht. Von Marc kommt die Frage, einfach weil es legendär ist, Hashtag frag Mike, wie siehst du das Motorenverhältnis momentan? Ich mach's mal so, von Platz 4 auf Platz 1, ich sage Renault, Mercedes, Ferrari und Honda. Wobei ich sagen muss, zwischen Ferrari und Honda, da ist aber nicht mehr wirklich viel Platz. Man muss sagen, Ferrari hat die bessere Beschleunigung, Honda hat den besseren Topspeed. So sehe ich das aktuell. Und die nächste Frage von ihm, kommt Vettel 2026 zurück? Für alle, die sich jetzt fragen, hä, wie, was, 2026? Habe ich was verpasst?
Also wenn du dir die Frage schon stellst, dann ja. Also, 2026 kommt das neue Motorenreglement. Die MGOH fliegt raus und es gibt das Gerücht, dass Audi als Werksteam dort in der Formel 1 Platz nimmt. Wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, wollen sie zwei deutsche Fahrer haben. Und es gibt das ganz, ganz wilde Gerücht, dass Sebastian Vettel als Fahrer für Audi 2026 starten soll. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich da nicht mehr wirklich dran. Denn wir haben Sebastian jetzt von 2007 bis Ende 2022 in der Formel 1 erlebt. Das heißt, es waren 16 Saisons. Gut, Fernando Alonso würde sagen, hold my career. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich da absolut nicht dran, dass er 2026 nochmal zurückkehrt. Ich meine, beweist mir, dass ich falsch liege, aber vielleicht jemand, der etwas jünger ist, aber auch dennoch so viel Erfahrung hat. Vielleicht ein Pascal Wehrlein oder was weiß ich wer. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Ich würde sagen, Vettel 2026, ich glaube nicht daran, dass er zurückkehrt. So, springen wir Richtung Discord, denn da gibt es den Redstone Malone, der folgende Frage hat. Glaubst du, dass die WM für Ferrari gelaufen ist und sie unter Umständen sogar noch gegen Mercedes P2 verlieren können? Also wenn die Strategieabteilung in Ungarn nochmal so einen katastrophalen Fehler macht und Mercedes dann ordentlich Punkte gut macht, dann wird das richtig interessant. Denn wie ich schon sagte, Mercedes hat wirklich eine super Entwicklung mit dem W13 gemacht, also ab Imola. Und das könnte zu einer ziemlich ernsten Gefahr für Ferrari werden, wenn sie jetzt nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Das Auto für die WM haben sie, die zwei Fahrer haben sie auch. Also Ferrari, macht was, do something. Ich glaube fest daran, dass Mercedes Ferrari hart herausfordern kann. Das wird ein Kampf bis zum letzten Rennen der Saison. F1 Charles Leclerc stellt folgende Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, drei Teams zurückzuholen, welche wären das? Lass mal nachdenken. Toyota, ne, also ein Werksteam. Dann zum Beispiel Caterham, weil da hat mir die Farbe sehr gut gefallen und Caterham ist ja sowieso eine ziemlich coole Marke. Und last but not least, das weiß ich gar nicht, vielleicht sowas wie Maserati oder sowas, auch nochmal vielleicht noch ein weiteres Werksteam, ist mir jetzt einfach so spontan eingefallen. Sabaton Baufuchs LP stellt folgende Frage, Hashtag fragt Mike, denkst du ein Underdog kann noch aufs Podest kommen dieses Jahr nach Norris? Ja, nein und warum? Also in bisher jedem Jahr, seitdem ich das Ganze gucke, hatten wir mindestens ein absolutes Chaosrennen mit einem Podium, was wir nicht erwartet hätten. Ich kann mir ein Podium mit Norris durchaus nochmal vorstellen, aber auch ein Esteban Ocon und ein Fernando Alonso kann ich mir auch auf dem Podium vorstellen. Also man kann so etwas nicht voraussagen, es sei denn, es ist ein Regenrennen. Dann werden die Karten natürlich vollständig neu gemischt. Also, ja, vielleicht schafft es ja auch noch ein Pierre Gasly nochmal aufs Podium. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Falke, also known as Yannick, stellt gleich zwei Fragen. Denkst du, dass andere Teams den Heckflügel von Aston Martin kopieren werden? Davon gehe ich sehr stark aus und ich glaube sogar schon, dass es in Belgien, spätestens in den Niederlanden soweit sein wird. Selbst Aston Martin sagt, wir gehen davon aus, dass es kopiert wird. Ich weiß zwar nicht von welchen Teams und ich weiß auch nicht, ob es alle machen werden, aber einige Teams gehe ich sehr stark von aus. Die nächste Frage von ihm war, wer holt P4 in der KWM? McLaren oder Alpine in Klammern oder vielleicht auch doch ein anderer? Und wer wird bestes Ferrari-Kundenteam? Also Platz 4 in der KWM, da sehe ich Alpine, auch wenn es knapp wird, aber ich glaube die Franzosen schaffen es auf den vierten Platz. Und das Ferrari-Kundenteam, was das Beste wird, da habe ich keine Zweifel, dass es Alfa Romeo wird. Springen wir in die YouTube-Community-Funktion. Da haben wir Florian, der die Frage stellt, denkst du, Sebastian Vettel fährt mal bei einem 24-Stunden-Rennen mit? Ich glaube, dass das völlig ausgeschlossen ist. Also ich kann mir beim besten Willen Vettel bei einem 24-Stunden-Rennen überhaupt nicht vorstellen. Yannick FC stellt folgende Frage. Wie findest du den neuen Rennleiter, nachdem Michael Masi ja abgesetzt wurde? Yannick, es gibt zwei neue Rennleiter. Einmal Nils Wittig und einmal Eduardo Freitas. Ich weiß nicht genau, wen du meinst, aber ich gehe mal von beiden aus. Also ich habe mich jetzt mit beiden nicht so wirklich beschäftigt, aber ich glaube gehört zu haben, Nils Wittig soll sehr streng sein. Was den Eduardo Freitas angeht, weiß ich das nicht. Das ist das Einzige, was ich gehört habe. Ja, mehr weiß ich zu denen leider nicht. So, die vorletzte Frage kommt von Jelkajor. Wenn du eine Regel ändern könntest, welche wäre das? Diese Regel wurde zwar schon geändert, aber ich kann es beim besten Willen überhaupt nicht nachvollziehen, warum Fahrer nur ein- bzw. zweimal, glaube ich, pro Saison ihren Helm so designen durften, wie sie es gerne haben möchten. Was ist das denn bitte für eine völlig bekloppte Regel? Es ist doch dem Fahrer doch selbst überlassen, wie er seinen Helm haben möchte, designtechnisch. Also, dass man da wirklich eine Regel vorgeschoben hat,
kann ich beim besten Willen überhaupt nicht nachvollziehen, aber es wurde ja rückgängig gemacht. Was haltet ihr eigentlich von der Regel bezüglich Red Flag, dass man, wenn man im Grid steht, beziehungsweise in der Boxengasse, dass man da seine Reifen sozusagen mit einem Freestop wechseln darf? Ich muss ehrlich sagen, das ist schon... Ja, ich bin da nicht wirklich ein Freund von. Es ist quasi ein Freestop für denjenigen, der noch nicht gestoppt hat und der unter den roten Flaggen sich die anderen Puschen draufziehen kann. Aber ich bin da nicht wirklich ein Fan von, muss ich ehrlich gestehen. Ja, also unter roter Flagge kann man gerne am Auto arbeiten, aber nicht unbedingt die Reifen wechseln. Also einen Frontflügelschaden zu reparieren, okay, ja, vielleicht. Aber die Reifen einfach so ein Pflichtboxenstopp unter einer roten Flagge? Nein. Und damit kommen wir auch zur letzten Frage, die kommt wieder von Jelkajor. Und das ist eine interessante Frage, da musste ich ein bisschen überlegen. Denkst du, die Formel 1 wird es in circa 20 Jahren nicht mehr geben? Klimawandel, Umweltschutz und so weiter. Also die Formel 1 wird definitiv nicht zur Formel E, weil die Formel E haben wir schon. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich weiterhin auf Verbrenner setzen. Wahrscheinlich auf extremes Downsizing oder sowas. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich gebe die Community gerne mal die Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Was glaubt ihr? Ist da irgendwas dran, dass es ab 2030 keine Formel 1 mehr geben wird? So, liebe Community, das war's mit der virtuellen Fragerunde. Dankeschön fürs Teilnehmen. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Kanal supporten. Ihr wisst ja wie. Und dann sehen wir uns dann vielleicht am Wochenende schon zu einem neuen Video wieder. Ich habe Rufbereitschaft und weiß nicht genau, was als nächstes kommt. Eins ist jedenfalls Fakt, diese Woche gibt es leider keine Streams. Tut mir leid. In diesem Sinne, macht's gut. Und ciao.